Und ich weiß auch schon, wo wir aufgehört haben. Erstens mal hier so. Weit besser. Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir haben die Elegy of Emptiness oder die Elegie des leeren Herzens gelernt. Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt genau heißt. Elegie des leeren Herzens, ja. Rechts, links, rechts, runter, rechts, rauf, links. Bist du da? Wird noch komplizierter, würde ich das gestalten. Egal. Wir begeben uns jetzt zum Stone Sour. Na, zum Stone Tower Temple. Beziehungsweise sollte man das jetzt machen? Ja, wir sollten das jetzt machen, denn. Und das ist ganz essentiell meiner Meinung nach, dass wir zumindest die Eulenstatue aktivieren im Stone Sour Temple. Wäre meiner Meinung nach nicht verkehrt. Oh, diese Mischung aus dem strangen Sound, also aus dieser Ikana Canyon Theme mit diesem Anti-Gipto-Lied ist echt krank geil. Ich überlege gerade, ist das die Feenquelle? Quelle? Ich glaube, das ist die Feenquelle, oder? Jupp. Die werden wir wahrscheinlich nicht machen. Fürs Feenschwert. Nein. Das Feenschwert ist nämlich ein Zweihänder, der auf C liegt. Und ich wüsste nicht, für was wir das jemals brauchen sollten, weil wir werden zum Schluss, denn wir haben nach diesem Tempel alle Masken. Aber wir werden am Schluss mit der Maske der grimmigen Gottheit arbeiten, also brauche ich dieses Feenschwert absolut nicht. Und dafür ist mir der Aufwand einfach auch zu groß. So. Ab zum Felsenturm. Das ist der beste Song über alle Zelda-Teile hinweg. Das ist so ein geiles Lied. Es ist unglaublich. Ich liebe es. Das ist wieder so ein. Ich dachte es mir. Ich dachte es mir bereits. Ja, genau das ist es. Okay, wir brauchen zumindest schon mal den Enterhaken. Das wissen wir auch gleich. So. Und die Ocarina. Irgendwie gefällt mir das anders besser. So. Wie war das jetzt? Mann, bleib doch drauf! So. Ich schau nochmal. Ich glaube, es war rechts, links, rechts. Oh Gott. Rechts, links, rechts, runter, rechts, rauf, links. Oh Gott! Okay, vielleicht merke ich es mir, wenn ich es spiele. Runter. Ah! Ah, hu, hu, hi. Okay, warte mal. Rechts, links, rechts, runter, rechts, rauf, links. Runter, rechts, rauf, links. Wisst ihr, was da noch super ungeil ist? Ich muss jetzt auch noch die Masken durchwechseln die ganze Zeit. Das ist noch viel ungeilerer, als man sich das vorstellt. Interessant. Wow. Den wollte ich nicht haben. Er hört nicht auf. Mann, jetzt brauche ich nämlich nicht nur das, ich brauche noch auch Bomben. Okay. So, dann werden wir auch noch diesen hier spielen. Oh, dafür bin ich zu leicht mit dem Teil. Das ist natürlich oberungeil.
Ach Gott, jetzt ist das auch noch. Ah, du, wir haben von allem zu wenig. Wo ist denn jetzt meine Elegie? Mein Elegie-Ding? Der stünde ja eh drauf, merke ich gerade. Komisch. Das bringt mir nichts. Ah! Okay, verdammte Scheiße, ist das doof. Ich freue mich schon, wenn ich da durch bin, weil das ist echt das Dümmste und Doofste überhaupt. Schön ist, dass man das immer anschauen muss. Ah, das haben sie halt echt verbessert im... in der 3DS-Version. Weil jetzt musst du auch jedes Mal dieses blöde Lied spielen. Rechts. Okay, der Schluss ist einfach eine einmal rundherumdrehen. Rundherumdrehen. Da sehen wir jetzt selbstverständlich Darmani. So. Auch mal wieder den Enterhaken. Das Ganze zu wechseln ist ja auch immer ganz toll. Oh Gott, ich will nur noch schauen. So. Oh. Wow, es ist extrem anstrengend gerade. Aber wir kriegen das schon hin. Felsenturm. So, zeig mir jetzt den Rest. Warum geht das untere jetzt nicht los? Frage ich mich gerade. Warum geht das untere jetzt nicht los? Du. Jupp, ich verstehe, um was es geht. Es muss nur jedes Mal animiert werden. Das ist ja schön. Das ist ja richtig schön. Na toll. Schön, dass die Figur hier total im Weg steht jetzt. Wie kriege ich die weg? Indem ich es nochmal spiele. Das haben sie im 3DS-Teil wirklich besser gemacht. Oh Gott, ist das eine Scheiße. So. Das Schlimme dabei ist... Ach, ja, es ist egal. Wir haben es jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... So. Ich muss aufhören zu singen. Schön, dass wir jedes Mal die volle Animation haben. Das ist echt gut, dass die das im 3DS-Teil verbessert haben. So, bitte sag, ich muss nicht nochmal hierher. Kein Herzteil der Welt könnte mir das wert sein. Ich sag's, wie es ist. So, und damit wir da nicht abstürzen und den ganzen Scheiß nochmal machen müssen... Jetzt? Der bringt nichts. Was sollen die Teile? Ich verstehe sie nicht ganz. Kann man die auch wieder auflösen eigentlich? Dem hier. Aha. Oh wow, wo sind wir hier? Ich verstehe es gerade nicht ganz, aber ist egal. Come on. Wir machen jetzt Folgendes. Einfach weil wir es können, machen wir mal einen Speicherpunkt. Damit das nicht ganz so scheiße wird. Weil wenn ich jetzt was verkacke, kann ich in den Speicherpunkt wieder ansetzen.
Wir machen jetzt diesen hier. Und werden mal... Schön, dass wir das immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder neu anschauen müssen. So, dann Damani. So. Ich werde schneller. Ich werde wirklich schneller. Hättest du das gedacht, Hund? Ich hätte es nicht gedacht. Aha, wir bringen das einfach eine Etage höher, wie es ausschaut, den ganzen Blödsinn. Ist okay. Ich weiß zwar nicht, wieso wir es machen, aber wir machen es halt. Ist ja wurscht. Das Ding ist aber, ich glaube, das bringt uns gar nichts, ehrlich gesagt. Wir werden wirklich schneller. Okay, jetzt haben wir das auch. Warum auch immer wir das gemacht haben, wir haben es halt gemacht. Schauen wir uns das an, was es uns bringen soll, oder... Ich weiß es ja nicht. So. Oh, hier kommen wir weiter. Herab, herab, ich drück herab, er macht's nicht. Ich drück herab, er macht's nicht. Was ist falsch mit dieser Scheiße, mit dieser Blöden? Echt? Ah ja. Nun gut, also, wir machen mal den Garonen hier spielen. Also. Aber wenigstens die beste Musik hier. Tedious. Ja, kann ich mitleben. So, auch hier das Gleiche. Schaut nicht so blöd aus. Dadurch kommen wir nochmal da hoch und dann haben wir die nächste Runde, dann werden wir dort wieder speichern und so weiter. Da arbeiten wir uns einfach hinauf. Nein! Mann, ich wollte mich nur umdrehen! Da, die Steuerung zwischendurch ist so beschissen, das ist echt nicht mehr... Ach, du! Oh, du, neben dieser Nervigkeit ist die Steuerung zwischendurch auch so doof. Schade, das habe ich jetzt fast schon wieder geschafft. Okay. Gut, zeig's mir. Das ist perfekt, so, glaube ich. Ich glaube, die andere Seite ist immer nur dafür da,
dass wenn du das Rätsel schon gelöst hast, dass du auch wieder zurückspringen kannst. Also die ist absolut unnötig, glaube ich. Aber das werden wir erst sehen. Da brauche ich nur mit dem Stick einmal drum drehen. Wenn wir da wieder die Hasenohren anlegen. Ich gehe mal davon aus, dass es komplett das gleiche ist. Ja. Ganz das gleiche wie vorher, also absolut unnötig auch. An dieser Stelle zumindest. Kann auch sein, dass wir unter Umständen... ich doch falsch liege. Ich bin nicht sicher. Oh Gott, geht das nicht? Das ist jetzt döflich. So, wir machen jetzt folgendes. Speicherpunkte. Wir machen da jetzt jedes Mal einen Speicherpunkt. Bevor ich da nochmal rauf muss, ich sag's euch, da mache ich lieber 10.000 Speicherpunkte. Ich höre die ganze Zeit Gyptos oder andere Wiedergänger, Zombies. Wir sind da drüben, schaut euch das an. Da wäre der Tempel, den müssen wir noch entfachen, betreten. Da eine Brücke müssen wir noch schlagen. Oh, da könnten wir Basil, oder wie heißt der? Kronos rufen. Ich denke. Schau. Ein Zeigefinger. Okay. Unter Umständen kommen wir direkt schon hier rauf, aber ich bin nicht sicher. Schauen wir uns das an. Herab. Ja, das reicht. Ja, super. Das ist mehr als super sogar. Und die Eule. Das ist ein absoluter Win gerade. Das ist ein absoluter Win. Gut, das wissen wir dann für nach dem... Cycle. In dem Fall. Der Felsenturmtempel. Das wird was werden, Leute. Das wird was werden. Das haben wir jetzt schon mal geöffnet. Jetzt werden wir noch unser Geld sparen. Ich weiß nicht, für was wir es einsparen noch, aber ganz egal. Wir machen das auf jeden Fall. Wir werden den Cycle resetten. Und nach dem Resetten des Cycles kehren wir wieder hierher zurück. Nach dem Cut.